Die meisten Bäume im Regenwald haben einen hellen und glatten Stamm und breite Verbreiterungen des Stammes kurz über dem Boden. Diese Verbreiterungen werden Brettwurzeln genannt und sind bis zu 10 Meter hoch und sehr breit. Die meisten Bäume im Regenwald haben ihre Wurzeln knapp unter der Oberfläche, da hier die meisten Nährstoffe zu finden sind. Allerdings können so kleine Wurzeln nicht den ganzen bis zu 60 Meter hohen Baum tragen. Vor allem nicht während eines Sturms. Deshalb stützen Brettwurzeln den Baum und verteilen sein Gewicht auf eine größere Fläche. Durch die hinzugewonnene Fläche könnte der Baum theoretisch fast schon auf nacktem Fels stehen. Die eigentlichen Wurzeln bilden ein Netz, um großflächig die seltenen verwertbaren Nährstoffe aufzunehmen. Dies tun sie, indem sie eine Symbiose mit einem Pilz eingehen. Der Pilz kann viel effektiver tote Pflanzenteile verwerten und liefert dem Baum Mineralsalze und Wasser. Der Baum wiederum versorgt den Pilz mit Aminosäure. Die Tatsache, dass der Tropenbaum auf den Pilz angewiesen ist, sorgt dafür, dass er nur schwer gezüchtet oder in Plantagen angebaut werden kann.